Das Knarren der Erleichterung. Hier ist Robert Götz Matuszewski, euer heißer Draht in den Bundestag. Aber das sieht man ja. Ich sage es immer wieder dazu, ich bin hier für die ganz doll Linken, linkstaatlichen und zivilcouragelichen, nämlich für die CDU, CSU, FDP, Grünen, Linke und die SED, die Partei von unserem Odalf Scholl, unser bester Bundeskanzler aller Zeiten. Ich hatte gestern jeweils ungefähr 35 Minuten, also wirklich war 35 Minuten knapp Videos, einmal auf YouTube hier und einmal auf YouTube da. Ja, kommt zu YouTube, wichtig. Da bin ich Mensch, da kann ich sein. Und eine Nachricht ist ein bisschen untergegangen, die will ich aber heute nicht verheimlichen. Fange ich gleich mal mit an. Odalf Scholl hat in einer, weiß ich nicht, das war so mit Gästen, hat er sich ein bisschen geäußert und hat er gesagt, ja, so ein bisschen, also eigentlich, er lacht ja nicht. Odalf Scholl, ja gut, der hat ja auch nicht so viel Gründe zu lachen bei den ganzen Rechtsextremisten. Bei der ganzen Hitlerei in diesem Land hat der arme Mann doch nichts zu lachen. Ja, da ist, ich habe gestern Lob bekommen, übrigens, kleine Nebengeschichte, dass ich jetzt mehr Hochdeutsch sprechen tue, da kann man sich mehr auf Inhalt konzentrieren, das wäre besser. Ja, liegt an Martinachen. Martina achtet groß drauf, dass ich nicht, ja, ich komme ja eigentlich aus Bochum, aber ist egal, ich spreche Hochdeutsch, so. Ist egal. Auf jeden Fall danke für das Lob. Und jedenfalls, Odalf Scholl hat so in einer Runde gesagt, ja, walla, alhamdulillah, hat er gesagt, ja, inshallah. Hat er gesagt, ja, ich habe ja mit einem gesprochen, der hat mir gerade erzählt, der hat seine Heizung von Elektro auf Gas umgestellt. Ich wusste gar nicht, wie ich traurig gucken soll. Fand er lustig, ja. Passt so ein bisschen in die Richtung von Kubicki, Wolfgang Kubicki, Wolle, der Wolle, der gesagt hat, Gas, das interessiert mich nicht, ist mir Latte. Originalzitat, Kubicki, ist mir Latte, ich habe eine Ölheizung. Ja, schlau. Es ist erstmal schlau und dann ist das auch empathisch. Schwieriges Wort, musste ich lernen. Nicht für den Bundestag, sondern privat. Meine Frau Martina legt großen Wert auf Empathie. Im Bundestag ist das eher unwichtig. So. Schön, oder? Also Odalf Scholl lacht die Leute aus, die von Elektro auf Gas umgestellt haben. Übrigens, kleine Nebeninfo, angeblich ist Gas bei uns, wenn der Winter mild wird, also wenn er mild wird, wenn der Winter mild wird, ist Gas alle Mitte Februar. Februar ist übrigens der kälteste Monat des Jahres. Gott und sei Dank haben wir ja Global Warming. Das ist immer so für diejenigen, die, für die Spezialisten, die, die hier reingucken und sagen, oh, alles Smog, so, egal. Keine Heizung. Bedeutet, draußen Winter, vielleicht nur minus 3 Grad, heißt in der Wohnung plus 5, wenn man Glück hat. Plus 5 ist kalt, ja. Aber wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Wir machen uns einfach gute Gedanken. Schaut doch mal meine Energiespartipps auf meinem Zweitkanal, Robert Götz Matuszewski Premiere. Der letzte wertvolle Tipp war sehr gut. Ja, der war zwar nicht, also der war schon von mir initiiert, veranlasst, aber vorgetragen von diesem einen Claudius Fabich und digitalen Chronisten. So machen, so, das wärmt unheimlich. Ja, so, ja. Übrigens habe ich auch schön, muss ich gleich mal vortragen. Ich habe einen Kommentar bekommen auf mein Video vom Sonntag. Wirklich war, ist nicht meins. Da war hier dieser eine, Claudius Fabich, hier. Der diese Bücher schreibt, diese rechtsstaatlichen. Und der hat ja da was gesagt, du bist Deutschland, du bist der Staat und hat dazu aufgerufen, Müll aus dem Wald mitzunehmen und den alten Nachbarn zu helfen, wenn sie gebrechlich sind, für sie einzukaufen, einfach füreinander einzustehen und zu begreifen, dass wir etwas füreinander tun müssen. Da kam es wirklich wahr, hat er gemacht. Guckt es euch an, das Video vom Sonntag. Bitte guckt es euch an vom Sonntag, guckt es euch an, hat er gesagt. War jetzt gar nicht so schlecht und da hat einer wirklich kommentiert, hier, ja. Wo ist er? Warte, Freunde, muss ich euch vorlesen, ist wirklich gut. Hat einer kommentiert und zwar, das Wesen heißt P. Deißler. P-D-E-I-S-S-L-E-R. P. Deißler schrieb zu diesem Claudius Fabich auf meinem Kanal am Sonntag, der gesagt hat, wir müssen zusammenhalten und einander helfen und vielleicht Müll aus dem Wald nehmen und so weiter. Der schrieb, bin ich froh, dass ich nicht zu dem Deutschland eines Herrn Fabich gehöre. Ja, da ist er froh, ja. Freunde, das ist linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich, ja. P. Deißler. Ja, böse Zungen sagen, ey, Deißler, du gehörst nicht nur nicht zu unserem Deutschland, du gehörst auch nicht in unsere Welt. Du nicht, ja. Mach dich weg, ja. Pah. Kann ja wohl die wahr sein, aber es sind böse Zungen, sind nicht meine Worte. Passt sehr schön. Bevor die Nachrichten losgehen, habe ich euch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Ihr könnt euch zurücklehnen. Passt sehr gut. Also es ist jetzt wirklich wahr, es ist kein ist Zufall. Ich hab jetzt nicht den Zusammenhang, ihr kennt mich. Wir, Kapitel Wir. Du und ich, wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen. Mahatma Gandhi. Was für ein wundervolles Wort, wir. Stellen wir uns für einen Moment vor, wir wären ganz allein auf der Welt. Also stünde das Wir für ich.
kein weiterer Mensch wäre mit uns, abgesehen davon, dass wir dann niemanden zur Fortpflanzung hätten, klingt dieser Gedanke für einige möglicherweise auch verlockend. Hier, für ihn zum Beispiel. Kein Streit, keine Kriege, keine Unstimmigkeiten, keine Missverständnisse und auch kein Mangel. Alles auf der Welt gehörte uns ganz allein, ohne mit anderen teilen zu müssen, könnten wir aus dem Vollen schöpfen. Doch ohne andere Menschen an unserer Seite wären wir weder lebens- noch überlebensfähig. Friedrich II. Wollte feststellen, welche Sprache Kinder zu sprechen lernen, wenn sie ohne Ansprache und Zuneigung aufwachsen. Das Resultat dieses Experiments war eindrucksvoll und aussagekräftig. Die Kinder verstarben. Sie starben an fehlender sensorischer Stimulation. Friedrich II. Stellte selbst dazu fest, sie vermochten nicht zu leben, ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen. An dieser Stelle wird bereits klar, dass wir Menschen soziale Wesen sind, die einander brauchen. Babys benötigen neben der Muttermilch vor allem die Zuneigung und Nähe ihrer Eltern. Durch sie werden sie ernährt, gehegt, gepflegt, gereinigt und in der Regel so erzogen, dass sie zu selbstständigen Menschen heranwachsen können. Dabei sind die ersten Jahre eines Kindes die entscheidenden. In den ersten 3 Jahren ist ein Kind die Mutter durch nichts zu ersetzen, meint die Psychotherapeutin Christa Mewes. Fremdbetreuung in diesem Lebensabschnitt wirke sich negativ auf die Entwicklung der Persönlichkeit aus. Bei der sozialen und psychischen Entwicklung brauchen Menschen andere Menschen. Ohne eine intakte Familie kann auch kein intaktes Kind heranwachsen. Dabei spielt der Zusammenhalt der Familie die entscheidende Rolle. Hier lernt das Kind neben elementaren Dingen wie Sprechen, Laufen, Essen und die eigenständige Verrichtung der Notdurft auch seine soziale Kompetenz. Kinder sind ähnlich wie Computer, zunächst frei und offen. Die Eltern und das Umfeld programmieren, prägen Persönlichkeiten der kleinen Menschen. In der Familie erfahren Kinder zum ersten Mal das Gefühl für das Ich und die eigene Persönlichkeit. Und es ist auch die Familie, die dem Kind Werte wie Zusammenhalt, Solidarität, Loyalität, Miteinander und Füreinander vermittelt. Wir sind eine Familie. Wir halten zusammen. Wir stehen zueinander. Wir vertrauen einander. Wir suchen Verständigung und finden gegenseitige bedingungslose Liebe. Keine gesunde Mutter wird von ihrem Baby verlangen, etwas dafür zu tun, Milch zu geben, die Windeln zu wechseln oder dem Kind etwas vorzusingen und es zu streicheln. Eltern geben in einem gesunden sozialen Umfeld ihrem Kind bedingungslose Liebe. Kinder, die so heranwachsen dürfen, werden bedingungslose Liebe und das familiäre Wir-Gefühl verinnerlichen und später als Erwachsene an ihre Mitmenschen weitergeben. Doch in der sogenannten westlichen Zivilisation wird dieses Familienleben schon seit Jahrzehnten ad absurdum geführt. Arbeitete früher der Vater und die Mutter widmete sich den Kindern. So ist es heute fast schon sozial geächtet, wenn eine Mutter nach der Geburt nicht umgehend in den sogenannten Arbeitsprozess zurückkehrt. Unter dem Deckmantel der Emanzipation wird seit den 1970er Jahren eine Familie propagiert, die maximal 1 bis 2 Kinder hat und in der beide Elternteile zu arbeiten haben. Parallel zu dieser Entwicklung stiegen die direkten und indirekten Steuern so massiv, dass es für Familien heute praktisch unmöglich ist, mit nur einem Einkommen über die Runden zu kommen. Zudem gelten Familien mit mehr als 2 Kindern in unserer Zeit fast schon als asozial oder schlimmstenfalls rechts- und völkisch. Ich finde es gut, wenn sich eine Mutter dazu entschließt, nach der Geburt ihrer Kinder wieder zu arbeiten. Jeder sollte das für sich entscheiden. Gleichwohl darf eine Familie nicht dafür bestraft werden, wenn sie sich für das als konservativ diskreditierte Bild vom arbeitenden Vater und der kinderbehütenden Mutter entscheidet. Doch sowohl politisch als auch medial wird seit Jahrzehnten an einem neuen Familienbild gearbeitet. Beide Eltern arbeiten, zahlen Steuern und die Kinder werden vom Staat in Anführungsstrichen, also der Schule, erzogen. Nach Schulschluss dann die Betreuung durch Fernsehen oder Spiele am Smartphone. Das Wir-Gefühl der Familie wird sowohl direkt als auch ganz subtil zerstört. Das Ich wird zum Sinnbild einer neuen, vermeintlich besseren Gesellschaft. Seitdem die 1968er Bewegung mehr und mehr an Einfluss gewann, nahm die Fähigkeit und der Wille vieler Eltern, ihren Kindern klassische familiäre Werte zu vermitteln, ab. Dabei ist es ein kosmisches Gesetz, das alles miteinander verbunden ist. Keine Pflanze, kein Tier oder Insekt existiert ich-bezogen. Alles ist im Fluss und lebt nur in Koexistenz mit anderen und anderem.
Die Bäume benötigen CO2 und Sonne für die Photosynthese. Die Pflanzen brauchen Sonne und Sauerstoff und alle Lebewesen suchen in der Regel die Nähe anderer Artgenossen, um sich gesund zu entwickeln und harmonisch zu überleben. Schon in Urzeiten hat sich der Mensch in kleinen Gruppen den Sippen zusammengetan, um gemeinsam arbeitsteilig in einer oft lebensfeindlichen Umwelt zu überleben. Man geht davon aus, dass die letzte Eiszeit, die vor 21.000 Jahren begann und tatsächlich über 11.000 Jahre andauerte, nur vom Homo sapiens überlebt werden konnte, weil sich die Menschen zu sozialen Wesen entwickelt hatten und ihr Zusammenhalt sie vom Aussterben beschützte. Dabei brachten die Männer ihre genetischen Anlagen ebenso in den erfolgreichen Sippenfortbestand ein, wie es die Frauen mit ihren taten. Die größeren, stärkeren und kälteunempfindlicheren Männer gingen zur Jagd, vertrieben wilde Tiere und feindliche Stämme. Die Frauen behüteten die Kinder, das Feuer und sorgten dafür, dass Beeren und Früchte gesammelt werden. Dieses Familienbild hat über Tausende von Jahren Bestand und prägt in allen Kontinenten die unterschiedlichen Menschenfamilien. Vater, Mutter und Kinder in einer heterosexuellen Familie waren normal und sicherten den Fortbestand der Sippen. Wer an dieser Stelle aufschreckt und in meinen Ausführungen die Behauptung wiederzufinden glaubt, dass Homosexualität nicht normal sei, an dieser Stelle lese ich hier nicht weiter. Das machen wir dann vielleicht mal auf YouTube, meine lieben Freunde. Ja, schönes Kapitel, Wir-Kapitel. Dieses Buch, ich mache immer wieder gerne Werbung, 19,80 Euro, über 80 Kapitel, 440 Seiten, sehr schön, 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 schön. Ich hänge mal den Link hier runter, bei Amazon gibt es das nicht mehr. Ja, so. Hier hängt der Link drunter, claudiusfarbig.de, ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn man sich mal selber was gönnen möchte. So, haben wir das jetzt geklärt, jetzt geht's los mit Nachrichten. Olaf Scholz sagt hier 170 Millionen Euro für Bewältigung klimabedingter Schäden in Entwicklungsländern zu. Finde ich gut. Übrigens, ich lese weiter vor auf YouTube. Könnt ihr nachher auf YouTube den Rest hören von dem Kapitel. Gute Idee, oder? Ist ein Vorschlag. So hier. Dann hier. Die Aktion Wir sind der Staat ist richtig und wichtig. Nur praktisch geübte Selbstverantwortung und Eigeninitiative führt zu wahrer Souveränität des Einzelnen und somit des Ganzen. Zum Thema Twitter. Das Lustigste ist, dass der sogenannte Blue Checkmark ein weißes Häkchen in blauer Wolke ist. Vielen Dank für Ihren Einsatz, Herr Matuszewski, und beste preußische Grüße. Nackte Poesie. Danke für diesen Kommentar. Es geht weiter. Hier. Ich habe einen 50-Euro-Schein in der Tasche. Ich gehe ins Restaurant und bezahle damit. Der Restaurantbesitzer benutzt es dann, um die Wäsche zu bezahlen. Der Besitzer der Wäscherei benutzt es später, um den Friseur zu bezahlen. Der Friseur benutzt es zum Einkaufen. Nach unbegrenzter Weitergabe gibt es in der Realwirtschaft immer noch einen 50-Euro-Schein. Gegenbeispiel. Ich gehe in ein Restaurant und bezahle das Abendessen mit einer Karte. Die Bankkosten betragen rund 2 Euro pro Transaktion für den, der bezahlt wird. Nach nur 20 Transaktionen von den anfänglichen 50 Euro, von denen ich am Anfang des Beispiels sprach, gibt es nur noch 10 in der Realwirtschaft. Die anderen 40 Euro landen im Bankensystem. Freunde, und das wäre wohl angeblich der Grund, warum wir Bargeld abschaffen sollen. Nein, wir schaffen Bargeld nicht deshalb ab. Nein, deshalb ist bloß die Bankwirtschaft auf der Seite der Abschaffung des Bargelds. Nein, wir schaffen Bargeld ab, weil Bargeld ist NAZI. Bargeld ist diese komische Pseudo-Freiheit von diesen Schwurblern, diesen rechtsstaatlichen, auf dem rechten Weg befindlichen, hier von der AfD und hier, wie sie alle heißen. Nein, Bargeld ist ganz schlecht, weil dann können wir gar nicht wissen, wofür die Leute ihr Geld ausgeben. Übrigens in Holland, ja, neues Gesetz, ist wirklich wahr. Alles ab 100 Euro muss man kontrollieren können vom Staat, was dafür gekauft wurde. Ist wirklich wahr. In Holland, ist wirklich wahr. Martina, wusstest du das? In Holland ab 100 Euro möchte der Staat gerne wissen, was wurde dafür gekauft bei Transaktionen. Ist wirklich wahr. Also es ist wahr. Ja, schön, gefällt mir. Elon Musk empfiehlt heute bei den Midterms in USA, die schlafen noch, die Amerikaner. Also wenn ihr das Video seht, machen die gerade die Augen auf. Elon Musk empfiehlt bei den Zwischenwahlen die Republikaner zu wählen. Das finden wir nicht. Das finden wir schlecht. Ganz schlecht. Was ist denn los? Ja, gefällt mir gar nicht. Und hier, Freunde, das ist übrigens von dem Kanal von meiner Frau Martina. Sie weiß noch nicht, dass ich es posten wird, aber sie postet es, weil ich habe es ihr geschickt. Aber ihr seht es jetzt ausnahmsweise mal zuerst. Also endlos frei Telegram, Facebook und Getter. Hier, sowas macht meine Frau Martina, aber meistens macht sie noch kluge Sachen dazu. Aber jetzt mal was, so ein hübsches Bild. Ja, ist nicht von mir, ist von ihr. Also noch nicht von ihr, aber dann ist es von ihr. Ist egal. Aber da kommen so Motivation, ist egal. Zehntausende Afghanen wollen nach Deutschland. Wenige Wochen nach dem Start des Aufnahmeprogramms des Bundes für besonders gefährdete Afghanen erreichen zivile Helfer eine Flut von Anträgen. Schön, endlich. Kommt her, das Land ist groß, wir haben Platz. Übrigens bei einem Hertha-Spiel, ja, wurden Banner rausgezogen. Wirklich wahr.
ganz schlimm. Von beiden Parteien, Hertha und gegen den, die da gespielt haben, von beiden Gruppen, ja, die Fans haben geschrieben, 15.000 Tote für 3.300 Minuten Fußball. Geht um Katar, ja, Katar, da sind ja wohl angeblich über 15.000 Fremdarbeiter gestorben beim Bau der Spielstätten. Alles klimatisiert, ja, klar, alles klimatisiert. Und das wird wohl ein Flop. Da hat übrigens auch der Chef von den Spielen da aus Katar, ein Katari, oder wie die heißen, ja, Katari, ist egal. Also ein Katar hier mit Mütze da oben, mit Weiß und so, sieht aus wie ein Scheich so. Ist aber kein Scheich, ist nur der Sprecher von den Spielen. Der hat ein ZDF-Interview gegeben und dann hat er losgehetzt gegen Homosexualität. Sexualität und dann musste das Interview abgebrochen werden. Wird auch nicht gesendet, ja. Ja, egal. So. Übrigens auch schön jetzt, hier ist ja, wir haben Umweltgipfel in Sharm el-Sheikh, ja, sind sie alle hingefahren? Ja, Umwelt, ja, wir geben 170 Millionen für besonders klimageschädigte Länder, schön, 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 ja. Und die ganzen Klimajünger fragen sich nicht, wie ist das eigentlich, wie sind wir da hingekommen? Im Flugzeug, mit der Eisenbahn, ja, wie wird der Stahl hergestellt? Ja, ja, wieso ist das schon da? Die Bahn ist doch da, ja, aber irgendwann sind die Schienen kaputt oder der Zug. Muss man neu bauen, dann braucht man was? Man braucht was? Energie, man braucht CO2, man muss Stahl mit Windenergie, schwierig. Aber wir kriegen das schon hin, ja. Jetzt gucken wir mal jetzt, ruhen wir uns mal auf den Lorbeeren aus, die unsere Eltern und Großeltern und Urgroßeltern erwirtschaftet haben. Ballern das Ganze raus und dann können wir immer noch sehen, wie es weitergeht, oder? Ja. Dann hier, Günther Jauch erscheint nicht zur Live-Show. Ja, Günther Jauch ist ja der uns aufgefordert hat. Hier, lasst euch impfen, Freunde, lasst euch impfen. Holt euch die Impfung. Es wirkt wirklich, ja. Also kann gar nichts mehr schiefgehen. Eine Impfung reicht. Na gut, zwei. Also vier. Okay, Herr Lauterbach hat gesagt, fünf ist schon besser. Es ist auch besser, gehen wir auf Nummer sicher. Bitte lasst euch impfen, Freunde, da kann überhaupt nichts passieren. Ja, so. Ja, ist auch wie euer Hund, ja. Wenn der Hund gespritzt ist gegen Tollwut, kriegt er auch keine Tollwut, ja. So. Auf jeden Fall, Günther Jauch kann nicht zur Show erscheinen, er hat Corona. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn er nicht geimpft wäre. Wäre, ja. Also lasst euch bitte impfen, ja. Klimaaktivisten haben wiederholt in der Münchner City eine Aktion gestartet. Diesmal klebten sie sich auf die Straße in Altstadtring. Schön, finde ich gut. Übrigens ist rausgekommen, hat die Blödzeitung darüber berichtet, die werden finanziert von der Getty-Erbin, USA, Getty, John Paul Getty. Ich war mal im Getty-Museum in Los Angeles, habe ich mir angeguckt. Ist interessant, ja, oh, schöne alte Meister, oh, gigantisch. Ja, ist direkt da Pacific Palisades, ja, so fast Richtung, also ist so fast Richtung Malibu, da oben auf dem Berg, ganz toll. Ja, da war ich mal im Museum, lange her, ja. Wusstest du das, Martina? Nein, ich war da mal im Getty-Museum. Auf jeden Fall, die Erbin von Getty ist dabei mit Spenden hier für Last Generation. Und also die ganzen Ölmillionärserben, die unterstützen jetzt die sich auf die Straße kleben. Finde ich gut. So, Schafsan Schäbli hat sich zu Wort gemeldet. Jetzt kommt der Knaller, es heißt es aufmerksam sein. Was ich mich bei Musk wegen der ganzen Konzeptlosigkeit und fehlenden Strategie für Twitter die ganze Zeit frage, jetzt kommt's. Sagt Schafsan Schäbli. Wie kann jemand, der so viele wirklich dumme Sachen tut und sagt, es so weit gebracht haben im Leben? Böse Zungen sagen, naja, der eine wird halt Staatssekretär und der andere wird Multimilliardär, ja, egal. So, ich sag mal Martina Prüss, herzlichen Dank, liebe Grüße gehen raus. Jetzt neu, hier, Kinder, die sich als Eunuchen identifizieren, wird es künftig auf Fragebögen oder Stellenausschreibung nebst der Kategorie männlich-weiblich-divers auch Eunuch geben? Das wäre gut, Zeit wird es. Und dann hier, ganz schlimm, Freiheit für inhaftierte Gesinnungsgenossen fordern ist Ziel der Kundgebung parallel zur zentralen Gedenkfeier. Die Versammlung könnte aber noch verboten werden. Die Behörden arbeiten an einer Gefahrenprognose. Verschwörungsideologen wollen am 9. November demonstrieren. Darüber berichtet die Wahrheitsmanufaktur Süddeutsche Zeitung. Also das ist ja ganz schlimm, da wollen die hier für ihre komischen rechtsstaatlichen, festgenommenen Freiheitskämpfer demonstrieren. Schlimm, gefällt mir nicht. Ute Jahn? Danke von Herzen und ich möchte mich herzlichst bei Renate Stracke bedanken. So, und in Deutschland sterben aktuell mehr Menschen als gewöhnlich. Ja, hatten wir schon, alter Hut. Das ist aber nicht ungewöhnlich, die sterben halt. Ja, also Mensch, es wird immer gestorben, es wird geboren, es wird gestorben. Im Moment werden halt weniger Menschen geboren und mehr sterben, oder? Ist normal, oder? Ja, so. Irene Seidel, ich sage danke und ich möchte mich bei Sabine Rümke bedanken. So, ist eine gute Idee, oder? Ich mache jetzt auf... Ich habe ja noch was ganz Tolles. Freunde, ich mache jetzt YouTube. Auf YouTube lese ich das Kapitel zu Ende. Ihr bestellt bis dahin das Buch. Hier, ich habe Madame, tolle Zeitschrift, habe ich von Martina bekommen. Ich mache jetzt gleich eine Analyse der Werbegesichter von Madame auf YouTube.
Oh, Mikrofon. Ja, komm, ein Leckerli ist schon auf der Titelseite, ja? So. Zielgruppe in Deutschland, Hauttyp 3. Also ungefähr 78%, wer in Deutschland lebt, ist Hauttyp 3. Also so wie ich. Ja, ja, ja. Das ist die Zielgruppe. So. Ist die deutsche Madame. Ist jetzt nicht die südafrikanische. So. Aber ihr werdet mir sehen. Finde ich gut. Ich finde es gut. Ich finde es gut, ja? Diversity. Diversity, ja. Da geht's lang. Ich finde es gut. Diversity. Freunde, wir fragen jetzt erstmal das oben, ob alles gut wird. Aber bevor wir das oben befragen, ich habe auch noch eine Bonusnachricht gleich. Freunde, wenn ihr gerade krank seid, bitte, das ist kein Satanszeichen, das ist klasse, okay, super. Wenn ihr gerade krank seid, werdet schnell wieder gesund, wir brauchen euch. Und wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und immer voller Tatkraft, ja, Tatkraft. Endlich so. Schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Danke für euren lieben Kommentar und fürs Teilen. Und guckt bitte nach, ob ihr ein Abo bei mir habt. Wenn ihr keins habt, abonniert. Wenn ihr eins habt und es ist weg, abonniert nochmal. Danke dafür. Und Freunde, vielen, vielen Dank an meine Unterstützer. Dank euch kann ich das hier überhaupt machen. Es hilft. Danke. PayPal und Konto hänge ich hier runter. Jetzt fragen wir, bevor die letzte Nachricht kommt, Herrn Presley, ob alles gut wird. Hier unser Ohm. Ja, wir sind international. International. Thank you, ladies and gentlemen. Good evening. Es wird alles gut. Ist ja eigentlich auch fast schon langweilig. Wir wissen ja, dass alles gut wird im besten Bundland aller Zeiten. Was kann schiefgehen bei einem Odal Scholl? Was kann da schiefgehen? Oder Anal? Lena Baerbock. So, jetzt kommt die Bonusnachricht. Robert Habeck hat gesagt, wir werden in Zukunft vormittags, ist wirklich wahr, vormittags Wäsche waschen, weil da der Wind am meisten bläst. Und dann ist dann kostenlos. Der Strom ist dann kostenlos. Es kann so einfach sein. Es kann so einfach sein, ja. In einem befreundeten Fitnessstudio, mit dem ich vorhin telefoniert habe, wurde mir gesagt, oh, wir haben gerade übrigens eine Stromabrechnung bekommen. Wir haben, zahlen jetzt das Vierfache an Strom. Das Vierfache. Also das Vierfache. Wir zahlen das Vierfache. Ja. Geht voran, ja. Die müssten halt einfach nur Wäsche waschen, ja. Die sollen eine Wäscherei aufmachen, vormittags Wäsche waschen, dann kostet gar nichts. Und da kann man richtig Geld machen. Robert Habeck, guter Mann, finde ich toll. Ach, ist das schön. Ich grüße euch von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau. Martina. Die ist nämlich im Bundestag heute. Und kommt bitte auf YouTube, Link hängt hier drunter, da werde ich dann das Wir-Kapitel weiter vorlesen und die Nachrichten ein bisschen im Hauptwaschgang vortragen. Freunde, macht das gut. Ich, Robert Götz, Matuszewski, hab euch lieb. Schön, dass es euch gibt. Du auch, oder? Wir haben euch lieb. Wir können auch Lachen synchronisieren.